somit kommen wir jetzt zum nächsten, wie wir das eingangs bei der Tagesordnung festgelegt haben. Das ist Nummer 16, Teilnahme am Projektaufruf 2022 zum Fördermittelvorhaben Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Und da liegt ein Ergänzungsantrag der SPD vor. Der kann zunächst eingebracht werden. Und da es auch nur eine Wortmeldung mit fester Absicht gibt, Frau Frohwieser, starten wir gleich mal vielleicht damit in Kollektiven hinein. Und dann frage ich mal ab, ob die bei Bedarf Wortmeldungen auch notwendig sind. Bitte schön, Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal kurz was zu unserem Änderungsantrag, den wir auch in den Ausschüssen schon zur Diskussion gestellt haben, hier sagen. Wir erleben ja auch gerade mal wieder eine kleine Verwaltungsposse und ja, dieser Änderungsantrag ist mit dem Datum von heute oder genau genommen mit dem Datum vom 30.09. aus unserer Sicht leider nicht mehr realisierbar. Verwaltungspause deshalb. Natürlich, als allererstes möchte ich da auch noch mal ganz grundsätzlich sagen, ist es gut und richtig und lange umkämpft gewesen, dass auch der Bund den Kommunen bei der Sanierung von, wie es in dem Förderprogramm ja geht, Einrichtungen der Jugendhilfe, des Sports und der Kultur unterstützt. Das ist dringend nötig und natürlich ist das eine Herausforderung für die Kommunen, wenn so ein Projektaufruf im Juli kommt und eben dann schnell beantwortet werden müssen. Nun ist das aber ein Thema, wo wir ja schon sehr lange miteinander ringen. In der Verwaltungsvorlage für die Menschen im Stream geht es jetzt um Fördermittel, einen Fördermittelantrag für das Luftbad in Dölzschen und für die technischen Sammlungen. Ich glaube, beide Projekte in diesem Stadtrat völlig unumstritten. Bei diesen Fördermittelanträgen, und hier gab es jetzt eben ein Interessenbekundungsverfahren, diese Interessenbekundungen mussten bis zum 30.09. eingereicht werden. Die sind von der Verwaltung, wie informiert wird, eingereicht worden, eben genau für diese beiden Projekte. Und der Stadtrat darf jetzt noch den Stadtratsbeschluss, den nötigen, der bis 21.10. nötig ist, nachreichen. Das heißt, wir dürfen hier ohnehin nur noch das abnicken, was die Verwaltung entschieden hat. Es wäre aber im zeitlichen Verlauf möglich gewesen, dass wir als Stadtrat über verschiedene Projekte, die ja durchaus in dieser Stadt auch zur Disposition stehen, was Fördermittel angeht, diskutieren. Und ein sehr wesentliches aus unserer Sicht ist das Thema Sanierung der Margon Arena. Und das gehört ja in den Kontext des Sport- und Bildungscampus, den wir dort entwickeln wollen. Auch dort stehen wir im Wort als Stadträtin und Stadträt, ich glaube auch relativ fraktionsübergreifend, dass wir diese Sanierung und Erweiterung der Margon Arena wollen. Das ist ein Förderprogramm jetzt, was insbesondere die Sanierung von Schwimmhallen und Sportstätten unterstützen will im Förderaufruf. Insofern hätte das auch gepasst. Wichtig sind für uns alle diese dort genannten Projekte. Beim Thema technische Sammlungen, ich fand es recht erstaunlich, als wir diese Diskussion in den Ausschüssen, diesen Antrag in den Ausschüssen zur Diskussion gestellt haben, dass dann unmittelbar danach man angerufen wird vom Chef der technischen Sammlungen. Die SPD, habe ich gehört, hat etwas gegen die technischen Sammlungen. Sehr spannend. Die SPD-Fraktion ist mit einer einzigen anderen Fraktion hier, nämlich der CDU-Fraktion, die gewesen, die im letzten Haushalt da vehement dafür gekämpft haben, dass zusätzliche Mittel für die Sanierung der technischen Sammlung auch schon im letzten Haushalt eingestellt worden sind. Und das Bekenntnis ist für uns ganz klar, auch die technischen Sammlungen haben da ihren Wert. Jetzt kann man aber ganz grundsätzlich zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, was die Fördermittelaussichten bei solchen Bundesprogrammen angeht. Und da ist es in der Tat so, in der Regel, muss man gucken, wie es dann immer in den jeweiligen Ausschüssen gehandhabt wird, werden am Ende Länderpakete geschnürt, es muss ja auch mit Bundesmitteln immer so ein bisschen über die Länder gleichmäßig verteilt werden und dann müssen die jeweiligen Akteure aus den Bundestagsfraktionen gucken, dass das Bild auch innerhalb der Länder ein bisschen stimmt und dann passiert es eben auch ganz schnell mal, dass gesagt wird auf Bundesebene, das Projekt passt jetzt gerade nicht so richtig, wir haben es vor kurzem erst erlebt beim Thema Steierstadion und dann tut es auch gut, wenn man noch einen Nachrücker als Stadt in der Hand hat, das war damals die Sporthalle in Langebrück, genauso unumstritten, dass man sagen kann, dann nehmt doch die in die Förderung.
Im schlimmsten Fall kann es nämlich ansonsten passieren, dass die Fördermittel einfach ganz woanders hingehen, weil der Bund wird nicht so viel Geld zur Verfügung stellen, dass es für alle Kommunen reicht. Da, wie gesagt, die Verwaltung ohnehin jetzt im Interessenbekundungsverfahren am 30.09. nur die beiden zuerst genannten Projekte eingereicht hat, bringt es jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel, als Stadtrat hier die Magon-Arena noch zusätzlich draufzusetzen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch beantwortet haben, im Haushaltsentwurf steht drin, dass dafür Fördermittel beantragt werden müssen. Wir werden nicht genug Eigenmittel haben, die Magon-Arena zu sanieren. Ich wäre dankbar für eine Auskunft der Verwaltung, an welches Fördermittelprogramm da gedacht ist und wie wir die Magon-Arena auch finanzieren können im nächsten Doppelhaushalt und in der Mittelfristplanung, und stellen unseren Antrag hier nicht zur Abstimmung. Vielen Dank. So, jetzt frage ich die beiden bei Bedarf Gemeldeten, ob sie Wortmeldung haben. Herr Hans möchte, also bitte schön, Herr Hans. Können Sie machen, klar. Bin ich schon? Ja. Also ich gehe davon aus, dass die Verwaltung, das war ja auch gerade von der Frau Vorwieser angesprochen, nochmal Stellung nimmt. Von daher würde ich mich jetzt sehr kurz halten und darauf hinweisen, erstens, dass wir auch als Grüne beim letzten Haushalt schon für die Sanierung der technischen Sammlung uns eingesetzt haben und dass in den Ausschüssen auch mehrmals deutlich gemacht wurde, dass die Verwaltung, weil das war ja auch eine Frage, liebe Dana, von dir gerade, dass die Verwaltung gesagt hat, dass sie auf Landesfördermittel insbesondere kapriziert, was die Sanierung und die Erweiterung der Magon-Arena angeht. Und Magon-Arena, muss man auch sagen, ist mehr Erweiterung als Sanierung, und deshalb passt es, glaube ich, auch eben bei dem Programm hier nicht so gut. Und von daher stimmen wir einfach jetzt dem, bestätigen wir nochmal das, was die Verwaltung jetzt rausgesucht hat, und die Magon-Arena müssen wir einfach auch beim Haushalt und im Folge besprechen. Frau Holowenko, das Wort gewünscht? Verzichtet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück in Richtung Verwaltung. Beginnen mal mit der Frage von Frau Frohwieser im Sinne des Haushaltes und der unterstellten Fördermittel, die da drin sind. Ja, mir war das sehr wichtig, die Magon-Arena mit ihrer Erweiterung und Sanierung in den Haushalt aufzunehmen. Das haben wir getan. Und ich konnte mich auch gut daran erinnern, das, was immer gegenüber dem Verein versprochen worden ist, vom Staatsminister Dulich als Unterstützung Fördermittel des Freistaates 10 Millionen. Da habe ich noch beim Wort genommen und habe das dem Haushaltsplan unterstellt. Und dann gucken wir mal, ob dann die Aussagen, die da immer getroffen worden sind, auch der Realität entsprechend da dann auch Gehalt haben. So ist das entstanden, was da im Haushalt steht. Und jetzt zum Programm nochmal, Herr Kühn. Also dieses Förderprogramm soll ja jährlich aufgelegt werden. Das heißt, wir werden natürlich auch nicht nur diesem Jahr dann, sondern auch in den nächsten Jahren gucken, dass wir davon partizipieren. Und die Liste an möglichen Projekten, die dafür in Frage kommen, die ist ja unendlich lang. Das Volumen vom Bund für dieses Programm sind in diesem Jahr 476 Millionen Euro. Ich glaube, wir würden, wenn man den Geschäftsbereich, ich gucke jetzt gerade mal Richtung Kollegen Donhauser, im Bereich Jugend noch dazu nimmt, wir könnten sozusagen dieses Volumen schon alleine abbilden. Das funktioniert natürlich nicht, und deshalb musste man schauen, erstens, was ist der diesjährige Programmschwerpunkt, und der Programmschwerpunkt ist einerseits, es ist vor allen Dingen das Thema Wasser, also im Sinne von Freibädern, Schwimmhallen etc., wo es auch um die klimaneutrale Wasserversorgung und sozusagen Technik geht, und deshalb lag es nahe beim Luftbad Dölchen, einen Antrag zu stellen. Das war ja auch der Vorschlag aus dem Geschäftsbereich 1. Das haben wir auch gemacht, weil wir da einschätzen, wenn das ein Schwerpunkt ist, passt dieser Antrag sehr gut. Und wir sind mit einem zweiten Projekt reingekommen, das schon genannt wurde, die technischen Sammlungen. Hier ist es ja so, dass die Mittel, die ich genannt habe, mittlerweile im Klima- und Transformationsfonds beheimatet sind. Das heißt, hier liegt ein ganz starker Fokus auf das Thema energetische Sanierung und Klimaschutz, und da ist eben, hatten wir gestern auch die Diskussion schon im Rahmen der mündlichen Fragestunde, so dass die technischen Sammlungen vom
dem, was wir durch eine Sanierung an Hebelwirkungen erzielen können im Bereich energetische Sanierung und damit auch Kosteneinsparung, CO2-Einsparung, eins der Projekte ist, wo wir sehr gut nachweisen können, dass wir hinsichtlich eines klimaneutralen Gebäudebestands hier einen großen Sprung schaffen können. Insofern haben wir zwei Projekte. Wir haben auch den Dresdner Bundestagsabgeordneten am Mittwoch diese Projekte nochmal vorgestellt und ihnen auch ans Herz gelegt, die in Berlin im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Wir haben im Rahmen dieses Förderprogramms nie mehr als zwei Anträge gestellt. Ich sag mal, das Programm wird sicherlich wie jedes Jahr massiv überzeichnet sein und natürlich nicht nur Dresden, sondern auch andere sächsische Kommunen werden dort beantragen. Da ist schon zwei Anträge schon mutig, aber mit einem dritten würde dann in jedem Fall natürlich die Frage stehen, bitte priorisiert mal, bevor ihr hier Anträge stellt. Und das haben wir getan. Was man bei der Margon Arena nochmal sagen muss, das Förderprogramm deckt nicht die Erweiterung von vorhandenen Einrichtungen ab. Insofern passt das sozusagen auch nicht zielgenau auf die Margon Arena. Aber wie gesagt, auch im nächsten Jahr, denke ich, wollen wir versuchen, von diesem Programm zu partizipieren. Und auch dann wird dann wieder aufgrund des Programmschwerpunkts und der Zielstellung des Fördermittelgebers abzuwägen sein, mit welchen Projekten gehen wir ins Rennen. Soweit das nach in Erklärung. Nun kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Vielen Dank.